Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute kommen wir mal zu einem richtig Special Schuh von Nike. Eine gute Erfindung von Nike. Und den Schuh wird es auch noch einmal geben, schätze ich. Das ist nämlich der Nike Air Force One 1x1. Das bedeutet, 1/1 bedeutet, das ist ein Schuh, den kann man auf verschiedenen Varianten machen. Das bedeutet, hier zum Beispiel, man sieht ja hier, der ist eine auf Klett, das ist alles wie Klett. Und auf den Klett sind diese einzelnen, zum Beispiel hier der Print, also das Nike-Logo, auf den Klett drauf gemacht. Und das hier alles, das kann man alles abmachen. Dann hat man nur so einen aus Klett, so einen Schuh. Da kann man verschiedene Sachen, da kann man noch Zusätze zu kaufen und so bei Nike. Und so, also das ist ein Special-Schuh, den wird es vermutlich auch dann nie wieder geben. Und zwar so sieht der aus, innen drin, so von außen, hier, da sieht man den richtig hier, das, also hier das Klett und so, man sieht ja hier an den Seiten auch das Klett. Und hier von außen, also von unten, und hier von der Seite, und ja, den wird es auch dann nie wieder geben, Leute. Also... Der heißt, der Nike Air Force One 1x1 hat nichts von seiner Ausstrahlung verloren. Der Basketball-Original erhält einen frischen Look und besticht mit bewährten Details, einem geschmeidigen Obermaterial, auffälligen Farben und mit dem Gewissen etwas, das dir Glanz verleiht. Das neue personalisierbare Design verfügt über eine Klettverschluss-Obermaterial mit abnehmbaren Überzügen, damit du deinen Look für jeden Tag anpassen kannst. Das bedeutet, man kann sich nur Teile dazu kaufen und sich den Schuh selber anpassen, so wie der aussehen soll. Leute. Hier zum Beispiel, hier sind so Aufzüge, hier zum Beispiel in Orange, hier Nike Air, hier die Schnürsenkel dafür, alles, hier ist ein Bild, das sieht man dann, wie man das aufkleben konnte. Und so, da hier von Nike. Und ja, das ist richtig, so kann man das dann machen, zwar weiß-orange, boah, sieht richtig fresh aus, Leute. Und ja, noch besser kann es kein Schuh von Nike geben. Hier kann man zum Beispiel sehen, wie man das Klett dann abziehen kann. Hier, so sieht es dann aus, das Klett. Noch besser kann kein Nike-Schuh gebaut werden von Air Force. Also ich finde, das ist eine gute Erfindung von Nike. Feier ich. Grüße geht an Nike raus. Und ja, ich würde euch den auf jeden Fall empfehlen. Den gibt es in 36, in 36,5, in 37,5, in 38,5, in 39,40, 40,5, 41, 42,5. Also in Mengen an Größen. Es gab auch eine Menge an Größen, nur... Vier Größen sind ausverkauft, ja, vier Größen sind ausverkauft, nämlich 42, 43, 47,5 und 52,5. Diese Größen sind ausverkauft, sonst gibt es alle Größen von 36 bis 51,5 gibt es. Sonst noch alles, kostet 139,90 € der Herrenschuh. Ist jetzt auch nicht so teuer, 140 €. Ich habe im letzten Video auch schon den Nike Air Force One 7 Premium vorgestellt. Der hat auch 140 € so gekostet. Ist kein hoher Preis für Air Force Schuhe, Leute. Und für die Erfindung, was die hier reingesteckt haben, genauso wie in den Air Force One 7 Premium. Da ist auch eine Menge Arbeit drin. Da geht auch nochmal Grüße an Nike raus. Und bei denen hier ist auch richtig nice, die Erfindung, was die da, also die Arbeit, die sie da reingesteckt haben, so eine Erfindung für Leute rauszubringen, dass man dann jeden Tag sich den Look selber anpassen kann. Dass man sich den Schuh selber zustellen kann, so wie der aussehen soll. Also bekleben kann mit Klett. Drauf machen kann auf dem Klett. Und ja, was soll ich dazu sagen, Leute, ist auf jeden Fall ein nicer Schuh. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr mal vorbeischauen und euch den Schuh bei Nike in der Online-Website anschauen. Und ja, das war's es dann schon mit dem Stream. Ich beende den jetzt, aktiviert abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke, für keine Benachrichtigung mehr ihr verpasst. Lasst ein Like bei diesem Stream da und ja, und was soll ich sagen, Leute? Lasst ein Like da und ja, und wir sehen uns auch schon direkt im nächsten Video. Und kommentiert natürlich auch, wie ihr den Schuh findet, ob ihr euch den holen würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao.